So, wir waren das letzte Mal bei dieser Problemstellung stehen geblieben, Steinerbäumen in Netzwerken. Nochmal zur Erinnerung, wie Sie an diesem kleinen Beispiel sehen, gegeben ist ein ungerichteter Graph, das Gelbe oben, mit Kantenlängen, Kantengewichten. Und zusätzlich gegeben ist eine Auswahl der Knoten, das sind die schwarzen Knubbel oben. Und gesucht ist jetzt eine Teilmenge der Kanten, eine Auswahl der Kanten, sodass, wie Sie das hier unten sehen, alle Knubbel, alle Terminale miteinander verbunden sind. Es können auch Knoten dabei sein, die nicht zu den Terminalen gehören in diesem Baum. Und natürlich soll, wir haben Optimierungsproblem, die Gesamtsumme aller Kantenlängen von allen ausgewählten Kanten soll dabei minimal sein. Daraus ergibt sich bei positiven Kantenlängen automatisch natürlich, dass es ein Baum wird, wenn wir nur Zusammenhang fordern. Das heißt, Zügelfreiheit brauchen wir auch hier wieder nicht zu fordern. So, das sind alles Punkte, die wir schon beim letzten Mal betrachtet haben. Der Zusammenhang mit MST hatten wir betrachtet. Wir hatten Verallgemeinerungen betrachtet, wir hatten Anwendungen im Bereich Hardware Design betrachtet und so weiter. Alles können wir jetzt hier überspringen, das haben wir im Detail betrachtet. Und wir haben begonnen mit dem eigentlichen Thema dieses Großkapitels hier, nämlich die Formulierung des Steinerbaumproblems als ein ganzzahlig lineares Programm. Diese Folie hatten wir schon betrachtet, nochmal zur Erinnerung, worum es geht. Letztendlich ist das eine Vereinfachung für uns. Wir könnten das Modell auch auf der Forderung basieren, dass dieser Baum zusammenhängend ist, also sprich, dass man von jedem Terminal zu jedem anderen Terminal hinkommt, aber so komplex, so viel an Bedingungen und Variablen müssen gar nicht drin sein, denn wir können uns, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, wir können uns darauf beschränken, auf die Forderung für jedes Terminal mit den Nummern 2 bis K. Gibt es einen Pfad? Soll es einen Pfad geben in diesem aufspannenden Baum, der das Terminal 1 mit diesem Terminal I verbindet? Denn dann gibt es natürlich zwischen je zwei anderen Terminalen auch einen Pfad, der innerhalb von diesem Baum G-Strich, also die Richtung von hier oben nach hier unten, ist trivial. Wenn es für jedes Paar von Terminalen einen verbindenden Pfad gibt, gibt es natürlich insbesondere auch für jedes Paar, wo einer der beiden Terminale das erste Terminal ist, einen verbindenden Pfad. Umgekehrt hatten wir letzte Mal an der Tafel gesehen, wenn es einen Pfad von T1 nach TI und einen Pfad von T1 nach TJ gibt, gibt es natürlich auch einen Pfad von TI nach TJ, denn ich gehe einfach diesen Pfad von T1 nach TI, von TI aus rückwärts und irgendwo, spätestens bei T1, treffe ich dann wieder auf den Pfad, von T1 nach TJ. Ja, also hier haben wir natürlich diesen Pfad. Das ist redundant zu dem, was ich beim letzten Mal aufgenommen habe, aber sicherheitshalber nehme ich das auch nochmal auf, damit man hinterher nochmal nachvollziehen kann, worüber ich jetzt gerade spreche. So. Gut, damit haben wir uns das Leben schon mal sehr viel einfacher gemacht. Jetzt müssen wir uns aber über einen Punkt klar werden. Ein minimaler Steinerbaum, also ein Steinerbaum setzt sich natürlich so als ein Bündel, kann man verstehen, als ein solches Bündel von Pfaden, die von T1 zu den ganzen anderen Terminalen gehen. Überall geht's da mal ab zu den einzelnen Terminalen hin. Ja, so kann man natürlich immer einen solchen Baum auch betrachten, indem Sie von T1 aus, als wenn es ein Wurzelbaum wäre mit Kantenorientierungen,
indem man von T1 aus zu jedem Terminal herabsteigen kann, sozusagen. Was wir uns aber klar machen müssen, ist, dass der Steinerbaum, der kürzeste Steinerbaum, also jeder Steinerbaum ist die Vereinigung von solchen Pfaden von T1 nach TI. Aber der kürzeste Steinerbaum ist nicht die Vereinigung von kürzesten Pfaden von T1 nach TI. Ja, es reicht nicht einfach jetzt für jedes Terminal einen kürzesten Pfad von T1 zu diesem Terminal zu berechnen und die Vereinigung sind dann ist dann der Steinerbaum. Das ist jetzt erstmal eine Behauptung, die ich in den Raum stelle. Und können Sie sich vorstellen, wie man diese Behauptung einsehen kann? Bitte? Okay, versuchen wir mal dem, was Sie gesagt haben, zu folgen. Also zunächst einmal so eine Aussage, dass man nicht das eine bekommen kann, indem man das andere berechnet. Um das zu beweisen, reicht einfach ein Beispiel. So, jetzt versuchen wir es mit Ihrem Beispiel. Drei Knoten haben Sie gesagt, ja? Bitte? Ja, versuchen wir es mal mit dreien. Wenn wir vier brauchen, werden wir das ja sehen. So ein Dreieck, ja. So, was war jetzt Ihr Vorschlag für die Kantenlängen? Ich nehme mal an, jeweils eine Kante. So. Was war jetzt Ihr Vorschlag für die, also hier sei T1, T2, T3. Was ist jetzt Ihr Vorschlag für die Kantenlängen? Hier sollte was sein? Eine 2 von T1 nach T2. Hier sollte was sein? Auch eine 2. Ups. Und oben eine 1. Glauben Sie, dass das jetzt klappt? Hier oben zwischen T2 und T3 eine 1. Ja. Ach so, richtig, Sie haben recht. Ich hab jetzt verkehrt gedacht. Also, der beste Steinerbaum jetzt hier, also die kürzesten Pfade sind jeweils nach T2, T3. Ich sollte es umdrehen, weil wir ja immer hier von links nach rechts lesen. Also, die kürzesten Pfade sind jeweils die eine Kante von T1 nach T2 bzw. T1 nach T3, weil das ja, es gibt nur einen anderen Pfad, der eine Kante länger ist jeweils. Aber der kürzeste Steinerbaum ist wahlweise die Kante von T1 nach T2 plus die Kante von T2 nach T3 oder genau spiegelsymmetrisch. Eins von beiden. Bitte? Ja, Also Ihre Frage ist, was wäre, wenn hier überall eine 1 stünde und hier nicht 2? Ja, dann Antwort, bitte. Genau, dann wäre die Vereinigung der kürzesten Pfade in diesem Beispiel auch optimal. Ja, wenn Sie überhaupt keine Kante rausschmeißen, haben Sie sicherlich keinen optimalen Steinerbaum. Dann haben Sie Kantenlänge 3. Warum denn? Warum wollen wir denn von jedem Knoten zu jedem anderen kürzesten Pfad? Von T1 nach T2 und von T1 nach T3. Denn das, was Sie da oben auf der Folie sehen, das besagt ja gerade, dass wir nicht von jedem Knoten, von jedem Terminal zu jedem anderen Terminal einen Pfad betrachten müssen, sondern es ist äquivalent, dass wir einfach Pfade von T1 zu allen anderen Terminals betrachten.
Ja gut, ein Gegenbeispiel dazu, dass es was ich meinte und was offenbar einige so verstanden hatten, wie ich meinte, ist ein Gegenbeispiel zu dem unteren Fall, dass es auch im unteren Fall nur Pfade von T1 zu den anderen Terminalen nicht ausreicht, für jeweils einen kürzesten Pfad zu nehmen und davon die Vereinigung. So. Und in dem Fall wäre es sicherlich kein Gegenbeispiel mehr, wenn ich hier die Zweien durch Einsen ersetzen würde. Denn dann wäre ja die Vereinigung der beiden kürzesten Pfade von T1 zu T2 bzw. von T1 zu T3 ja auch ein kürzester Steiner Baum. So, dann werden wir das nochmal fotografieren. Haben Sie mal reingeschaut? Reicht Ihnen da solche Fotos eigentlich zum Verständnis dessen, was ich dann an der Tafel gemacht habe? Ich meine, ich. Bitte? Ja, was heißt an der richtigen Stelle? Ich habe ja immer die Foliennummer angegeben, zu der das passt. Und Sie hören ja auf der Tonspur immer mit, wann ich ein Foto. Ah, okay, also. Gut, aber ich bin für Anregungen offen, was man vielleicht besser machen kann. Bloß Sie haben ja vielleicht bei meinen anderen Lehrveranstaltungen gesehen, wo ich schon in den Jahren vorher aufgenommen habe, mit der Kamera, die mit dem Aufzeichnungsset mitgeliefert wird, hier die Tafel aufzunehmen, das bringt nichts mangels Auflösung. Ich müsste dann schon eine bessere Kamera irgendwo her organisieren. Das müsste dann alles wieder zusammenpassen und so weiter. Also würde ich ungern so viel Arbeit machen, zumal ja in den Vorlesungen hier relativ selten was an der Tafel passiert. Also, aber wie gesagt, ich bin für Vorschläge offen. So, wir haben jetzt erst einmal festgestellt, wie man es nicht machen kann, dass man sich das Leben nicht einfach machen kann an dieser Stelle. Jetzt gucken wir uns also an. Für jedes Terminal außer dem ersten einen Pfad zu finden. Ja, weiterhin. Es reicht nicht, jeweils einen kürzesten Pfad zu finden, das haben wir eben festgestellt, aber jeweils einen Pfad zu finden, sodass die Gesamtsumme der Längen aller Kanten, also der Vereinigung der einzelnen Pfade, wenn Sie die Pfade als Kantenmengen betrachten, dass die Gesamtsumme der Kantengewichte in der Vereinigung aller Pfade minimal wird. So, wie gehen wir daran? Da machen wir von Anfang an das, was wir beim TSP erst relativ spät gemacht haben, nämlich zusätzliche Variable einführen. Mehr Variable einführen, als auf den ersten Blick sinnvoll oder notwendig erscheint. Sie erinnern sich dunkel beim TSP, da hatten wir nicht nur die Indikatorvariablen eingeführt, die 1 sind, wenn eine Kante zur Runde gehört und 0, wenn sie nicht dazu gehört, sondern wir hatten noch zusätzliche Variablen U eingeführt, deren Idee es war, die Positionen der Knoten in der Rundtour jeweils darzustellen. Hier fangen wir von vornherein an mit zwei Sätzen von Variablen. Zunächst einmal das Übliche, die Indikatoren für Zugehörigkeit zu einem Pfad. X indiziert einerseits mit der Nummer des Terminals, mit der Nummer des Pfades, in der diese Kante drin ist oder auch nicht. Und dann VW ist die Kante. Aber schauen Sie genau, wir haben eine ungerichtete Kante hier. Wir haben ja ungerichtete Kanten in der Problemstellung, ausgedrückt durch eine Menge, wo ja die Reihenfolge keine Bedeutung hat. Hier aber setzen wir als zweiten Index nicht diese ungeordnete Paar von Endknoten V und W rein, sondern wir nehmen beide geordnete Paare her. Das heißt also, was hier steht, für jedes geordnete Paar VW mit ungeordnetes Paar aus E kann man genauso gut andersrum formulieren.
für jede Kante, für jedes ungeordnete Paar VW in der Kantenmenge betrachten wir beide geordneten Paare, VW und WV. Das heißt also, wir haben für jede Kante nicht einfach nur eine 0,1-Variable pro Pfad, sondern zwei pro Pfad. Und die eine zeigt an, dass die Kante in diesem Pfad in der Orientierung von V nach W ist. Und wenn die Gesamtorientierung des Pfades von T1 nach TI ist. Und die andere Variable, wo hier nicht VW, sondern WV steht, zeigt an, wenn das 1 ist, dann ist diese Kante im Eaton-Pfad, im Pfad von T1 nach TI, in der Orientierung von W nach V. Das heißt also, wenn ich von T1 nach TI durchgehe, durch diesen Pfad, dann komme ich zuerst nach W, dann gehe ich durch diese Kante und bin dann bei V. So, das ist die eine Sorte von Variablen, mit denen wir dann ausdrücken können, auf die Art und Weise, die wir schon kennengelernt haben. Die X sollen Pfade sein. Jedes XI soll ein Pfad von T1 nach TI sein. Wie wir das ausdrücken, das haben wir schon gesehen. Das werden wir hier nicht nochmal wiederholen. Da werden Sie gleich am Ende nur den Verweis nochmal auf die entsprechende Folie bekommen. Zweitens führen wir noch eine weitere Variable, einen weiteren Satz von Variablen ein, nämlich für jede ungerichtete Kante, also wieder für jedes ungeordnete Paar VW, das in der Kantenmenge drin ist, eine 0,1-Variable, die aussagt, ob diese Kante ungerichtet, egal in welcher Orientierung, durch Pfade und so weiter, aber irgendwie in irgendeiner Form in diesem Steinerbaum ist. Also hier nochmal, was ich eben hier oben bei den ersten beiden Spiegelstrichen gesagt habe. XI VW gleich 1 bedeutet, dass der Pfad, der Ite-Pfad von T1 nach TI, dass der die Kante VW durchläuft. Und zwar erst V, dann W, in der Richtung von V nach W. Und YVW hat eine sehr viel einfachere Semantik, nämlich YVW gleich 1 bedeutet, dass wenigstens einer der Pfade, Sie sehen, hier ist keine Indizierung mit I mehr, wenigstens einer dieser Pfade 2 bis K durchläuft die Kante VW und es ist in either direction, es ist egal in welcher Richtung diese Kante durchlaufen wird. Ja? Die Y soll sagen uns, sind der Indikator, welche Kanten zum Steinerbaum gehören. Und die X sind nur Hilfsvariablen, mit denen wir diesen Steinerbaum als Vereinigung von Pfaden konstruieren. So, jetzt können wir zunächst einmal, hier ist nochmal die Länge, der hatten wir bisher keinen Namen gegeben, aber die nennen wir so, wie wir bisher auch genannt haben, D wie Distance oder so etwas. Für jede Kante haben wir eine Länge vorgegeben, größer 0. Und dann können wir schon mal die Zielfunktion ausdrücken. Ja, wir haben schon alles an Variablen eingeführt, um auf die übliche Art und Weise die Zielfunktion auszudrücken. Summe über alle Kanten. Dieses Muster haben wir jetzt oft genug gesehen, dass die Summe über alle Variablen geht, also hier über alle y-Variablen, dass die Distanzwerte, die Längen aufsummiert werden, aber multipliziert mit der 0,1-Variable. Für jede Kante VW, wo y gleich 0 ist, ist dieser Summand 0, also hat kein Gewicht. Das heißt also, für jede Kante y gleich 0, die nicht im Steinerbaum ist, wird der D-Wert nicht mit einbezogen in die Summe. Und für jede Kante, die im Steinerbaum drin ist, wo also y gleich 1 ist, ist hier der Summand gerade die Länge dieser Kante. Sodass wir also tatsächlich, wenn wir schaffen, die Ys einzugrenzen auf die Semantik, die Ys eigentlich haben sollen, noch haben wir das nicht geschafft, aber wenn wir es schaffen, die Ys einzugrenzen durch die Nebenbedingungen auf die Semantik, die sie haben sollen, Indikator, Variable für den Steinerbaum,
für die Kanten des Steinerbaums, dann werden hier tatsächlich die Längen der einzelnen Kanten im Steinerbaum aufsummiert durch diese Summation. So, wie kriegen wir das hin? Das kriegen wir sogar kriminell einfach hin, nämlich für jedes i, für jeden Pfad, den wir einbeziehen wollen, von T1 zu einem Terminal TI und für jede Kante führen wir einfach diese zwei sehr einfachen linearen Bedingungen ein. Sollte Ihnen bekannt vorkommen, Sie haben kleine Gleichungen gesehen als Umwandlung der Implikation. Und genau das ist es auch. Habe ich das hier jetzt formuliert? Ja, gucken wir mal einen Schritt hier voran. Nee, machen wir es vielleicht nochmal an der Tafel, ein bisschen isoliert, dass das nicht so untergeht unter so viel weiterem Text. Diese Bedingungen da oben, da kommen wir zurück auf eine Finger. Am Anfang des Kapitels hatten wir sowas wie Fingerübungen, wo wir so ein bisschen Logik, paar elementare Aussagen, logische Prädikaten, logische Sachen linear modelliert haben. Und da war das im Prinzip dabei. Was hier steht, ist x, i, vw. Das sind ja 0,1 Variable. Wenn das gleich 1 ist, dann ist auch y von vw gleich 1, beziehungsweise natürlich symmetrisch dazu, wenn xi wv gleich 1 ist, dann ist auch y vw gleich 1. Und das alles für alle i und für alle Kanten vw. So, das besagt also, das ist die Verbindung. Deshalb steht da Coupling Constraints, ein typischer Begriff für solche Verbindungen. So, kleines Foto. Ein typischer Begriff für solche Bedingungen, die verschiedene Variablen miteinander verknüpfen. Was da steht, ist jetzt, wann immer eine Kante in auch nur einem dieser Pfade drin ist, egal in welchem i, egal in welcher Richtung, also wenn ein einziges x auf dieser Kante 1 ist, dann folgt natürlich zwangsläufig, dass das y auf dieser Kante auch 1 ist. Das heißt also zunächst einmal, diese Bedingungen erzwingen, dass die Kanten, auf denen y 1 ist, eine echte oder unechte Obermenge der Pfade, der Vereinigung der Pfade ist. Jede Kante, die in irgendeinem Pfad drin ist, ist auch in diesen Y gleich 1 Kanten drin. So, jetzt, das ist also schon mal der eine Teil der Richtung. Wir haben durch diese Bedingungen erzwungen, dass jede Kante, die in einem der Pfade drin ist, auch Y gleich 1 hat. So, und jetzt kommen wir wieder zu einer Argumentation, die wir schon mal ganz zu Anfang bei Pfaden hatten. Das ist natürlich keine echte Obermenge, sondern das ist tatsächlich die Vereinigung aller Pfade. Denn wenn Sie sich eine Kante hernehmen, die auch in keinem dieser Pfade drin ist, ja, jetzt kommt das Argument wieder, dass die Kantenlängen alle größer 0 sind. Ja, eine Kante, die nicht erzwungen, durch diese Bedingung erzwungenermaßen y gleich 1 hat, hat auch nicht y gleich 1. Denn das wäre ja, dann würde ja ein Würde sie einen positiven Beitrag leisten
zum gesamten Zielsetzung, die wir minimieren wollen, zur gesamten Zielfunktion, die wir minimieren wollen. Und wenn wir für diese Kante das Y von 1 auf 0 runtersetzen, hätten wir einen echten Gewinn gemacht. Ja, in der Optimallösung sind die Kanten mit Y gleich 1 genau die Kanten, über die irgend so ein Pfad rüberläuft. Oder anders formuliert, die Kanten mit Y gleich 1 sind die Vereinigung dieser Pfade. Und über diesen kleinen Umweg haben wir es geschafft, denn die Summe der Kantenlängen der Y gleich 1 Kanten, die minimieren wir ja. Und die sind genau diejenigen, die in solchen Pfaden enthalten sind. Haben wir gerade festgestellt. So, hier ist nochmal was ich eben an der Tafel hatte. Das da vorne ist ein Spiegelstrich, kein Minus, natürlich. Das Umgekehrte, die Argumentation. Im Allgemeinen, wenn in der Menge aller zulässigen Lösungen kann y gleich 1 auch für Kanten der Fall sein, die nicht zu einem dieser Pfade gehören, aber für die Optimallösung, für eine der Optimallösungen, es kann ja mehrere geben, für jede der Optimallösungen gilt ganz sicher, dass y gleich 1 ist, nur dann, wenn die Kante wirklich auf einem der Pfade drauf ist. Bitte? Entschuldigung, welche Ungleichung möchten Sie für jede Kante minimieren? Diese Ungleichung aufsummieren und was ist dann? Wenn Sie das aufsummieren, stellt sich die Frage, über welche Laufindizes Sie summieren. Über i, aber dann haben Sie ja hier k-1. Dann haben Sie hier auf der rechten Seite k-1 mal das Y. Ja. Das will ich jetzt erstmal verstehen. Also, für jede Kante summieren Sie über alle i's. Summieren Sie darüber auch oder ist das an Alquanta gebunden? Entschuldigung, was die beiden? Also die beiden kommen in die Summe rein, ja, und dann über i. Aber es bleibt dabei, für jede Kante VW haben Sie eine Summe, ja? Okay. So, Sie sagen also, die Bedingung soll lauten: Summe i gleich 2 bis k, linke Seite, xi vw plus xi wv. So, was soll da rauskommen? Kleiner gleich 2 mal k minus 1 mal YVW, ja? Das ist Ihre. So, was ist jetzt Ihre Aussage, dass das äquivalent ist? Oder was ist Ihre Aussage? Also, ausreichend ist, dass das auch eine korrekte Modellierung ist. Was sagen die anderen? Bitte? Es stimmt, weil wir 0,1-Variablen haben. Das verstehe ich nicht. Ja. Es wird sofort das rechts das Y auf 1 gebracht. Okay. So, wenn mindestens 1 der x 1 ist, dann wird rechts das Y auf 1 gesetzt, automatisch. Und wenn keins von den Xen auf
auf 1 ist, dann darf y rechts 0 sein. Wie sehen die anderen das? Wenn das y, wenn einer von denen, irgendeiner von denen 1 ist, dann muss y gleich 1 sein. Also mir scheint, dass das stimmt. Sieht da jemand noch einen Widerspruch? Also die Argumentation erscheint mir schlüssig. Wenn alle x, wenn mindestens ein x 1 ist, dann muss auch y größer 0 sein. Und wenn alle x 0 sind, dann darf y auch 0 sein. Okay. Dann verabschieden wir diese Variation als für dieses Modell äquivalent. Es sei denn, es fällt noch jemandem irgendwas dazu auf, aber ich glaube, das stimmt tatsächlich. Gut. Ja, wieder was dazu gelernt. Okay. So, wie wir die Pfade modellieren, hatte ich ja gesagt, das gucken wir uns hier nicht nochmal genau an. Das hatten wir in OPL-Syntax, aber wenn Sie sich genau anschauen, dass diese OPL-Spezifikation für kürzeste Pfade, dann werden Sie feststellen, dass wir tatsächlich nur lineare, mathematisch lineare, dass das ein lineares Modell ist, dass die Zielfunktion linear ist und dass sämtliche Bedingungen linear sind, sodass also dort schon die Frage gelöst ist, wie wir die Pfade modellieren können in einem ELP. Gut, damit sind wir auch schon mit diesem Thema durch. Ich will es bei diesen beiden Beispielen belassen, konnte Ihnen hoffentlich einen Einblick darin geben, wie, selbst wenn wir nur so einen eingegrenzten so eingrenzte sprachliche Möglichkeiten haben, wie ELP bietet, ja, viel, viel eingeschränkter als OPL, dann ist es immer noch möglich, selbst ko sehr komplizierte, komplexe Problemstellungen hier zu modellieren. Und das ist letztendlich das Geheimnis auch, warum iLOC so leidlich gut funktioniert, weil letztendlich alles darauf angelegt ist, ganzzahlig lineare Problemstellungen effizient zu lösen. Und wenn die Problemstellung, die Sie in OPL spezifizieren, nicht ganzzahlig linear ist, das hatten wir schon mal hier vor einiger Zeit mal betrachtet, dann kann ich vielleicht noch mal sicherheitshalber hier auch noch mal machen. Also gehen wir noch mal zurück. Wenn Sie eine Problemstellung haben, die nicht hundertprozentig ganzzahlig linear ist, wenn Sie Bedingungen haben, beispielsweise, die nicht linear sind, so beispielsweise, ja, nehmen wir das Beispiel her. X kleiner gleich oder größer gleich 0, 0. Daraus folgt Y größer gleich 0. Dann haben wir im Koordinatensystem, wenn wir hier x und hier y abtragen, dann wo überall ist diese Bedingung erfüllt? Sie ist auf jeden Fall immer erfüllt, wenn x kleiner 0 ist. Hier also im linken Bereich. Und sie ist außerdem erfüllt, wenn x größer gleich 0 und y größer gleich 0 ist. So, das ist natürlich keine
lineare Bedingung mehr, denn Sie wissen ja, lineare Bedingungen sind, deren Lösungsräume sind Unterräume und das hier ist alles Mögliche, aber kein Unterraum von der Tafel. Von der Tafelebene. Aber was man natürlich tun kann, ist zwei Fälle, das Ganze zu zerlegen in zwei Fälle gesondert zu betrachten. Einerseits den Fall x größer gleich 0 und andererseits den Fall x kleiner 0. Und in jedem dieser Fälle reduziert sich dann die Bedingung, im Fall x größer gleich 0, reduziert sich dann die Gesamtbedingung auf y größer gleich 0. In diesem Fall. Und im Fall x kleiner 0 reduziert sich das Ganze auf einen leeren Satz von Bedingungen. Und beides. Natürlich ist die leere Menge von Bedingungen auch eine Menge von linearen Bedingungen, weil keine Bedingung in der leeren Menge von Bedingungen drin ist, die Linearität verletzt. Typisches mathematisches Denken, aber zielführend. Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, dass solche Tools wie iLog, dass die basieren auf schrittweiser Zerlegung des Lösungsraums. Und eine gute Strategie der schrittweisen Zerlegung, wo Sie übrigens einem solchen Tool auch helfen können, das hatten wir auch hier mal betrachtet, Variable Ordering und Value Ordering, also hier insbesondere Variable Ordering, dass sie halt angeben können, es soll erst einmal x größer gleich 0 und x kleiner 0 in diese beiden Fälle zerlegt werden. Und in jedem dieser beiden Fälle ist zumindest diese Bedingung plötzlich zu einer linearen Bedingung oder eben zu einer leeren Bedingung geworden, sodass Sie, wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, ein rein lineares Modell haben und dann kann CPLEX loslegen, also die Maschine, die vor allem das bei iLog reist. So, jetzt kommen wir zu diesem Thema. Damit hatten wir kurz schon Bekanntschaft gemacht mit dem Thema Scheduling. Jetzt werden wir intensiver Bekanntschaft damit machen, weil es ein sehr wichtiges Thema ist und weil man daran noch einige schöne und einige unschöne Sachen, die aber beide wichtig sind, sowohl die schönen als auch die unschönen Sachen sind wichtig, weil man das an dem Thema Scheduling sehr gut sehen kann. So, was war das nochmal, die Problemstellung? Wir haben ein Projekt beispielsweise, einen Ablauf, also der noch nicht gegeben ist, der noch nicht gescheduled ist, sondern wo wir erst den einzelnen Teilschritten Zeitpunkte zuordnen wollen, wann die starten sollen oder sonst irgendwie die Planung machen wollen. So, eine irgendwelche Planung besteht natürlich nicht monolithisch aus einer großen Sache, die man zu tun hat, sondern aus vielen kleinen, elementaren Aufgaben, die zu erledigen sind. Und ich hatte schon mal gesagt, ich halte mich an den Begriff Job hierbei. Weil, wenn ich darüber rede und nicht darauf achte, dann werde ich automatisch immer den Begriff Job verwenden. Egal, wie sehr ich mir vornehme, jetzt andere Worte wie Aufgabe oder so etwas stattdessen zu verwenden. Also, das sind die Jobs. So, im einfachsten Fall haben wir, das werden wir dann noch variieren, im einfachsten Fall haben wir für jeden Job eine spezielle, spezifische Dauer. Ja, das wird im Allgemeinen natürlich nicht so einfach sein. Wir wissen nur Pi mal Daumen, wie lange so ein Job dauern wird und wir haben auch Erfahrungswerte, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Job
einen Tag länger dauert oder 2 Tage länger dauert und so weiter. Das werden wir später alles betrachten. Hier haben wir erst einmal die einfachste Variante am Anfang, dass die Dauer festgegeben und deterministisch ist. Ja, also egal, was wir mit diesem Job machen, egal wann wir den starten, er wird genau diese Dauer haben und keine andere. Dann brauchen wir Ressourcen. Das hatten wir schon mal hier betrachtet. Zum Beispiel, wenn Sie ein großes Bauprojekt haben, werden Sie Kräne brauchen, vielleicht einen, vielleicht mehrere Kräne. Und wenn Sie 3 Kräne haben, dann werden Sie nicht zeitlich überlappend 4 Jobs abarbeiten können, die jeweils einen Kran benötigen, sondern Sie müssen das so weit sequenzialisieren, dass nur 3 Jobs gleichzeitig, zu jedem Zeitpunkt nur maximal 3 Jobs gleichzeitig einen Kran benötigen. Reihenfolgebeziehungen hatten wir schon gesehen. Ja, Sie können die Wände erst hochziehen, wenn der Keller steht, salopp gesagt, als ein einfaches, illustratives und sicherlich völlig falsches Beispiel. So, wir werden auch die Zielsetzung, die Zielfunktion von uns verschiedene Varianten ansehen, aber in der Literatur und genauso auch in der realen Welt ist das typische, die typische Zielsetzung, die Gesamtdauer zu minimieren oder so die einfachste Zielsetzung. Ja, ich will jetzt keine abgeschmackten Witze über aktuelle Bauvorhaben machen, aber Sie sehen es jetzt ganz konkret beim BER, wo wieder mal angekündigt worden ist, dass jetzt der offizielle Eröffnungstermin angekündigt werden soll. Ich glaube, das war gestern die Mitteilung, wenn ich das jetzt logisch richtig gepasst habe. Also Sie sehen, Projektdauer ist eine natürliche Betrachtungsweise und in vielen Fällen tatsächlich die adäquate, weil man hat ein festes Budget gegeben in der Regel. Okay, über festes Budget brauchen wir jetzt auch nicht zu reden, aber zunächst mal rein theoretisch hat man ein festes Budget gegeben. Und das heißt also, die offene Frage ist, wie lange dauert das Projekt? So, wir haben verschiedene Ressourcen, Ressource People, darüber hatte ich ja schon mal gesprochen, Human Resources. Ich glaube, diese Folie habe ich gebaut, bevor das englische Human Resources in Deutschland allgemein üblich geworden ist. Und habe deshalb eher noch vorsichtig von Resource People gesprochen als von Human Resources. So, natürlich, ich meine, das ist das beste Beispiel sind jetzt Softwareprojekte, eigentlich besser als irgendwelche Bauprojekte, dass eine gewisse Anzahl von Leuten mit verschiedenen Qualifikationen abkommandiert wird, also als Projektgruppe gebildet wird. Und dann dieses Projekt bearbeiten soll. Und da jeder natürlich jederzeit nur eine Aufgabe bewältigen kann, bei allem Multitasking kann natürlich jeder trotzdem immer nur gleichzeitig eine Aufgabe auf einmal bewältigen, können sich da natürlich da Flaschenhälse ergeben, Engpässe ergeben, auch wenn einen Job starten könnte, weil alle vorhergehenden Jobs, die dafür nötig waren, schon beendet sind, kann es einfach sein, dass eine Ressource fehlt, dass jemand fehlt, der diesen Job in Angriff nehmen kann. Das kann natürlich auch sein, ja, dass man von vornherein weiß, demnächst startet ein anderes großes Projekt und dann braucht man bestimmte Leute wieder für dieses andere große Projekt. Das heißt, Leute stehen nur zeitweise zur Verfügung und natürlich wissen Sie selber, wenn wir das Beispiel Softwareprojekt hernehmen, dass es da immer spezielle Jobs, spezielle Aufgaben gibt, die nicht jeder machen kann, sondern nur Leute, die entsprechend weitergebildet sind. Maschinen, Kräne, typisches Beispiel. Typischerweise gibt es nicht allzu viele Maschinen von einer Art und alle Kräne sind besetzt. Das heißt, irgendwelche weiteren Jobs, die man eigentlich schon abarbeiten können, die aber auch einen Kran benötigen, müssen warten, bis der erste Job fertig ist, der auch einen Kran momentan braucht.
So, was ist nichts Neues? Was ist der Output? Allgemein ist der Output eine jedem ein Schedule, genau das, was man auch darunter verstehen würde. Ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, im Angelsächsischen spricht man, die einen sprechen das Schedule aus, die anderen sprechen das Schedule aus. Ist ein bisschen, hat ein bisschen zu tun mit amerikanischem und britischem Englisch, aber es ist nach meinem Verständnis schon ein bisschen verwaschen inzwischen. Keine klaren Unterschiede mehr, wo man das wie ausspricht. So, jeder Job soll also eine Startzeit bekommen und wenn DJ die Dauer ist, dann heißt das von der Startzeit bis Startzeit plus Dauer ist die Ausführung für dieser Job ausgeführt. Ja, Jobs sind atomar, die können nicht mittendrin in zwei kurz angehalten und später wieder aufgenommen werden. Wenn das möglich wäre, könnte man die Jobs auch entsprechend so einen Job auch in zwei Jobs zerlegen. Und da, wo die Abarbeitung des Jobs zu Ende ist, das ist dann die Abschlusszeit, die Completion Time. So, wir können natürlich jederzeit sagen, wir haben ja einen Freiheitsgrad. Wir können jederzeit sagen, der Projektbeginn, wenn der allererste Job startet, das ist unsere Stunde 0. Dann, wenn wir das so festlegen, dann lässt sich der Makespan ganz einfach ausdrücken, nämlich wir nehmen für alle Jobs die Completion Times, die Abschlusszeiten und das Maximum aller Abschlusszeiten wäre dann der Makespan, weil Makespan wäre Anfangszeit, ne, Entschuldigung, Endzeitpunkt minus Anfangszeitpunkt und Anfangszeitpunkt ist gerade 0. Gut. Hier nur ein paar Beispiele. Ich hatte das, glaube ich, mehrfach schon mündlich erwähnt, was es da so für Beispiele gibt. Projekte, Civil Engineering ist Bauingenieurwesen. Maschinen-Scheduling, ja, dass sie Ablaufplanung in irgendwelchen Fabriken oder so etwas haben oder Produktionsplanung. Auch Jobs, Batch-Jobs auf einem Server oder ähnliches. Hier noch ein Beispiel aus unserer eigenen Praxis vor 10 bis 15 Jahren. Also vor gut 15 Jahren hat es angefangen und vor 10 Jahren war dann die Kooperation beendet mit einer Firma, die damals noch Voest Alpine hieß. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Name heute ist, aber es ist jedenfalls die größte Firma in Österreich, Stahlwerks- und sonstiger Anlagenbau. Und worum geht es? Der Input letztendlich, mit dem man zu tun hat, mit dem man in einer Fabrik jedweder Art, zum Beispiel in einem Stahlwerk zu tun hat, sind die Orders, die Aufträge, die von Kunden kommen und die der Manager leichtfertig angenommen hat. Also salopp gesagt, ja, wo der Manager gesagt hat, ja, das kriegen wir noch hin. So, worin würde da in einem Stahlwerk so ein Kundenauftrag bestehen? Erst einmal, was für eine Art von Produkt soll hier entstehen, zum Beispiel Schienen oder das Beams sind so T-Träger, Drähte oder Bleche oder was auch immer. Dann welche Legierung, Alloy ist Legierung. Dann auch so Sachen wie beispielsweise, wie die Oberfläche behandelt werden soll, ob da gefärbt werden soll, ob gebeizt werden soll und sowas. Natürlich auch die Abmessungen bei einem Draht, wie dick soll er sein, bei einem Blech, wie groß soll es sein und so fort. Und die Anzahl der Stücke, die produziert werden sollen, wie viele Drahtrollen sollen produziert werden, wie viele Bleche sollen produziert werden. So ganz allgemein gesprochen. Das ist natürlich so ein bisschen übersimplifiziert, aber ich denke, Sie verstehen, wovon die Rede ist.
So, jeder Kundenauftrag lässt sich automatisch, ohne dass da ein Mensch was tun muss, umwandeln in einen Produktionsplan, der notwendig ist, um diesen Kundenauftrag zu erfüllen. Und das ist nichts anderes als eine Sequenz von Operationen, eine Folge von Operationen, die auf verschiedenen Maschinen stattfinden. Das fängt an mit der, gut, das fängt ein bisschen, sogar ein bisschen früher an, mit dem Ansetzen der entsprechenden Schmelze, mit der entsprechenden Legierung und der entsprechenden Menge. Fängt dann an als nächste Station mit Warmwalzen, wobei das Wort warm ein Euphemismus, eine massive Untertreibung ist in dem Wort Warmwalzen. Kaltwalzen ist auch nicht so richtig kalt. Und so weiter. Viele, viele Schritte zuschneiden und so weiter, bis später dann färben, trocknen, beizen. Qualitätskontrolle wäre natürlich auch nicht schlecht als Station drin zu haben in so einem Produktionsplan. Und dann schließlich fertig machen zur Lieferung. So, das ist der eine Teil des Produktionsplans und der andere Teil des Produktionsplans ist, wie viel Rohmaterial, wie viel Schmelze wird eigentlich gebraucht. So, was ist das Ziel? Also wir haben jetzt hier natürlich keinen Makespan mehr, weil wir gar kein Projekt, gar kein einzelnes in sich abgeschlossenes, zeitlich begrenztes Projekt mehr haben, sondern weil wir hier einen potenziell unendlich langen Ablauf haben. Was wir wollen, ist, ein Schedule zu finden, also jedem einzelnen Operation, in jedem einzelnen Produktionsplan eine Zeit zuzuordnen. Und wenn mehrere Maschinen für dieselbe Operation zur Verfügung stehen, dann entsprechend natürlich auch noch die Maschine zuzuordnen, auf der das laufen soll, sodass alle Deadlines, das habe ich vergessen, hier oben beim Kundenauftrag noch mit dazu zu schreiben. Natürlich gehört zu einem Kundenauftrag auch ein Termin, eine Fristsetzung. Logisch. Sodass alle Deadlines nach Möglichkeit erfüllt werden und keine einzige Maschine zu irgendeinem Zeitpunkt dass keine Maschine überbenutzt wird. Ja, also eine Maschine kann natürlich nicht mehr pro Zeiteinheit leisten, als ihre Kapazität, ihr Durchsatz ist. Die Wahrheit ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Wenn es mal wirklich am Dampfen ist, ja, wenn es mal wirklich eng wird mit den Terminen, dann kann das Management natürlich entscheiden, eine Zeit lang irgendwelche Engpassmaschinen schneller laufen zu lassen. Bei manchen Maschinen geht das, dass man die schneller laufen lässt, um die Termine doch noch einzuhalten, also die Kapazität, den Durchsatz erhöhen. Aber das kann man natürlich nicht beliebig machen, weil dann der Verschleiß höher wird, die Wartungsintervalle kürzer werden und so weiter. Das geht nur nach Entscheidung eines Menschen, wenn es wirklich nötig ist. Das heißt also, die Planungssoftware kann natürlich unmöglich anordnen, ob jetzt die Maschinen beschleunigt werden sollen, irgendwelche Maschinen beschleunigt werden sollen oder nicht, sondern sie muss, wenn, muss sie einen Vorschlag erarbeiten, also erst einmal ein Warnzeichen, Achtung, die Termine können nicht alle eingehalten werden. Konventionalstrafen sind bitter, die sind richtig böse, typischerweise. Naja, gut, es hängt davon ab, wie Angebot und Nachfrage ist. Ja, wer am längeren Hebel sitzt, der Kunde oder das Fabrikmanagement. Wenn es ein Überangebot an Stahlproduktion gibt, sitzt natürlich der Kunde am längeren Hebel und dann sind die Konventionalstrafen bitter. Wenn es umgekehrt ist, wenn die Fabrik sich ihre Kunden aussuchen kann und mit denen ein bisschen umspringen kann, dann sind die Konventionalstrafen natürlich ein bisschen entspannter oder gar nicht vorhanden. Naja, gar nicht vorhanden, wahrscheinlich nicht. So.
So eine Entscheidung darf die Software natürlich nicht treffen, sondern muss nur den Vorschlag machen. Wir können die Termine noch einhalten, wenn die und die Maßnahmen oder alternativ die und die Maßnahmen oder alternativ die und die Maßnahmen getroffen werden. Noch ein anderes Beispiel, warum die Software das natürlich nicht selber entscheiden darf, ist, es könnte zum Beispiel als Maßnahme getroffen werden, dass eine weitere Wochenendschicht eingeführt wird, was natürlich die Mitarbeiter besonders freut, vor allem bei dem schönen Wetter und während der Fußball-Weltmeisterschaft oder so. Also fürs Protokoll, für diejenigen, die zuhören, wir haben gerade Fußball-Weltmeisterschaft und gerade heute ist ein wichtiges Spiel heute Abend. So, zurück. Andere Wochenendschicht, da kann natürlich die Software nicht anordnen, denn der Manager muss dann gutes Wetter machen bei der Gewerkschaft, beim Betriebsrat und kann vielleicht sagen, nee, entscheiden, die Stimmung ist gerade so schlecht, nach den letzten Entscheidungen, die ich so getroffen habe, ist der Betriebsrat gerade so auf Konfrontationskurs, dass ich lieber riskiere, dass Termine nicht eingehalten werden, als dass ich noch einen Konflikt mit dem Betriebsrat riskiere. Ja, also solche Sachen muss dann am Ende ein Mensch entscheiden und die Software kann nur verschiedene Vorschläge machen, was man tun könnte, wobei es meistens ja recht naheliegend ist. Also wahrscheinlich der beste Output von der Software ist, ist eine Visualisierung sozusagen, rote Punkte im gesamten Ablaufplan, wo es hakt und dann kann der Manager hergehen und sagen, naja, wenn ich jetzt das und das ins Wochenende reinschiebe oder hier ein bisschen beschleunige, dann wird aus dem Rot wieder ein Gelb oder sogar ein Grün. Gut. Machine Scheduling, das ist der Begriff für das, was eben auf Servern passiert. Batch Jobs sind so, da redet man ja auch wieder von Jobs, sind auszuführen. Wir haben verschiedene Computer. Wir haben zumindest eine geschätzte Dauer für jedes Programm, die hoffentlich richtig geschätzt ist. Und dann kann vorab geplant werden, wie die einzelnen Jobs auf die einzelnen Computer verteilt werden. Ja, ein typisches Problem heutzutage, bei irgendwelchen großen Serverfarmen wie bei Suchmaschinen oder ähnlichem, dass die einzelnen Jobs verteilt werden, die einzelnen Anfragen. So, wir fangen jetzt an so ein bisschen mit Variationen. Ein paar von denen werden langweilig sein, gebe ich offen zu. Ein paar von denen, hoffe ich, werden auch interessant sein. Die ich interessant finde, werden Sie daran erkennen, dass ich mich da länger aufhalte und versuche, möglichst das Verständnis bei Ihnen da zu vertiefen. So. Dauer des Projektes, siehe Stahlwerk, siehe Ablaufplanung in Fabriken, ist nicht unbedingt immer der Punkt. Beziehungsweise hier haben wir eine Variation als erstes, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Haben wir hier ein Beispiel dafür? Ja, gehen wir erstmal zu dem Beispiel, Specific Example. Wiederbauprojekte. Ja, also ich benutze jetzt Bauprojekte nicht immer als Beispiel, weil ich dazu eine besondere Affinität hätte, sondern weil die irgendwie in jeder Hinsicht anschaulich sind, zum Alltagswissen mehr oder weniger gehören. Ja, also inwieweit das jetzt realistische Beispiele sind, sei dahingestellt. Auf jeden Fall sind es anschauliche Beispiele und darauf kommt es eher an. So. Wir hatten bisher den Fall betrachtet, dass ein einzelnes Haus zu bauen ist. Ja, vom Keller bis zum Dach, salopp gesagt. Aber das ist nicht unbedingt die übliche Situation. Schauen Sie sich das an, was in den verschiedenen Gemeinden hier rund um Darmstadt und sogar in Darmstadt, auf der Gemarkung Darmstadt, so passiert. Es werden nicht einzelne Hausbauvorhaben nur realisiert, so einzelne Einfamilienhäuser,
sondern die Gemeinde gibt ein größeres Gebiet an eine Gesellschaft und diese Gesellschaft leistet alles von der Erschließung, also Erschließung, die ganzen Infrastruktur inklusive Straßen, aber natürlich auch Kanalisation, Elektrik und so weiter, von der Erschließung bis hin zur Schlüsselübergabe an die Endkunden, an die Käufer des Hauses. Ja? Und das ist nicht nur ein Haus, sondern das sind ganze Reihenhaussiedlungen mit etlichen Reihenhausblöcken. So etwas in der Form. Ja? Development, also was wir Erschließung nennen, kommen natürlich dazu. Und wegen solcher, von vorne bis hinten kann man die einzelnen Häuser nicht jeweils für sich als Projekte betrachten, weil erstens mal die Sache mit Erschließung und so weiter und zum Zweiten, wenn Sie sich vorstellen, wenn es darum geht, beispielsweise im Haus die Elektrik zu verlegen, dann ist es natürlich so, dann würde man natürlich versuchen, möglichst in vielen Häusern gleichzeitig dann die Elektrik zu verlegen, damit der Bautrupp nicht mehrfach kommen muss, und dann vielleicht sogar noch Übernachtung gezahlt werden muss oder so etwas. So. Jetzt haben wir auf der anderen Seite das Problem, warum Sie sehen das ja vielleicht öfters mal, wenn Sie da irgendwo regelmäßig vorbeikommen an so einer Baustelle, dass es da monatelang nichts passiert, dass vielleicht ein paar Häuser irgendwie gebaut sind, aber mehr auch nicht da passiert. Das hat etwas zu tun damit typischerweise, dass die Firma nicht allzu liquide ist, dass sie also erstmal sozusagen Häuser verkaufen muss, bevor sie weiterarbeiten kann. Sonst müsste sie da Kredite aufnehmen und wer weiß, ob sie die Kredite überhaupt so ohne weiteres kriegt. Ja, also ich will da mich nicht zu weit hinauslehnen, aber soweit ich das sehe, gibt es eine ganze Menge Firmen trotz des Baubooms, die durchaus immer kurz vor der Insolvenz vorbeischrammen oder sehr nah dran sind und keine große Kapitaldecke haben. So, es ist also für eine Firma, auch für eine Firma, die solventer ist natürlich, sehr sinnvoll, sehr hilfreich, so bald wie möglich zu verkaufen, so bald wie möglich zu übergeben und dann den Löwenanteil der Gesamtsumme, die Restzahlung zu bekommen, beziehungsweise irgendwelche Baufortschritte schon erreicht zu haben, wo dann vertraglich vereinbart ist, wenn dieser Baufortschritt erreicht ist, dann ist wieder eine gewisse Zahlung von Seiten des Käufers, der schon gekauft hat, aber noch nicht gezahlt hat, dann nötig. So. Was wir dann brauchen, um das zu modellieren, gehen wir mal zurück, ist nicht der Makespan, nicht die gesamte Projektdauer, sondern eine differenziertere Kostenfunktion, nämlich die prinzipiell für den Abschluss jedes Jobs einen Profit jeweils in Aussicht stellt. Also ich wechsle jetzt hier von Kosten auf Profit. Ich denke, dass das kein Problem ist, dem zu folgen. Ja, also Kosten sind ja nichts anderes als negative Profite. So, wie das kann man sich, da kann man zunächst mal beliebig monoton eine monoton fallende Funktion einsetzen. Je später die Completion Time eines Jobs ist, umso geringer ist der Profit. Ja, denn je später die Firma einen bestimmten Stand beim Baufortschritt erreicht hat, um dann wieder eine bestimmte Tranche des Kaufpreises zu kassieren, umso mehr muss sie vorfinanzieren, umso mehr muss sie Zinsen zahlen. Und das ist
Das ist durchaus nicht so, dass so eine Firma diesen mickrigen Zinssatz zahlen muss, der bei den Banken überall groß auf Werbeplakaten steht. Also auch wenn Sie ein Haus bauen wollen, werden Sie vermutlich nicht diesen Zinssatz bekommen, aber so eine Firma bekommt den auch nicht unbedingt. Das heißt also, es kann schon trotz der niedrigen Zinsen kann es trotzdem ganz schön ins Geld gehen. Also, aber der Punkt ist zwar formal, ist so eine Kostenfunktion für jeden Job, aber es macht dann natürlich in dem Szenario, was ich jetzt hier als Beispiel hernehme, mit diesem Bauvorhaben, macht es nur dann Sinn, eine Profitfunktion zu haben, die nicht identisch null ist, wenn das wirklich ein relevanter Schritt ist, wenn es wirklich ein Job ist, der eine bestimmte Phase des Bauprojektes abschließt. Wie beispielsweise Keller fertig, dann sind so und so viel Prozent des Kaufpreises zu zahlen, Rohbau fertig, inklusive Dacheindeckung sind so und so viel Prozent zu zahlen und so weiter. So. Die Zwischenjobs, die nichts mit dem Gesamtprofit zu tun haben, die nichts damit mit der Liquidität der Firma zu tun haben, da wäre, wie gesagt, sinnvollerweise die Länge, die Kostenfunktion identisch null. So, jetzt nur eine kleine Fingerübung zum Verständnis der Zusammenhänge. Wir sind gestartet mit dem Makespan als typischer Zielfunktion und haben jetzt eine zweite Variante kennengelernt, Profitfunktionen. Und was diese Folie aussagt, ist, dass die Profitfunktionen eine mächtigere Modellierungsform sind, dass man damit mehr ausdrücken kann als mit dem Makespan, nämlich weil man den Makespan selber in Form von Profitfunktionen ausdrücken kann. Und das will ich Ihnen ganz kurz an der Tafel skizzieren, damit Sie da nicht mit dieser vollgeschriebenen Folie allein gelassen sind. Oh, das trocknet aber bei der Hitze jetzt ziemlich schnell. So, das Problem ist, wir wissen nicht, typischerweise nicht, welcher der letzte Job ist. Ja, wenn wir wüssten, welcher der allerletzte Job ist, meinetwegen der Job Schlüsselübergabe oder wie auch immer, wenn wir das wüssten, welcher der letzte Job ist, dann können wir einfach sagen, wir setzen auf diesen Job volle Profitfunktion, gleich der Höhe des Makespans und alle anderen Jobs bekommen Profitfunktion 0. Aber da wir das nicht wissen, ja, wenn Sie sich vorstellen, wir haben ja die verschiedenen Jobs sind ja ein solches Geflecht von verschiedenen. Wir haben ja hier ein solches Geflecht von verschiedenen Jobs. Ja, das brauchen wir nicht. So, ich mache das mal so, das ist natürlich noch viel zu einfach. So. Und jeder von den dreien hier könnte natürlich der letzte sein. Wir wissen nicht, welcher von denen das ist. Ja, vielleicht sind sogar zwei jeweils gleichzeitig als letzter am Ende oder alle drei oder nur einer von denen. Aber was wir dann natürlich tun können, ist einen
Dummy-Job hinten ranzuhängen mit Länge, mit Dauer 0. Und dann können wir sagen, wie hier auf der Folie, die Profitfunktion spiegelt den Makespan wider. Je länger das Projekt dauert, umso geringer wird der Profit. Linear, also linear decreasing, absteigend, und haben damit den Makespan durch solche Profitfunktionen modelliert. Wie gesagt, nur eine kleine Fingerübung, um zu belegen, dass die Profitfunktionen mindestens so mächtig sind als Modellierungsmöglichkeit wie der Makespan. So. Gut. War es auch schon. Jetzt wird es hoffentlich demnächst ein bisschen interessanter. Das war jetzt sozusagen eine Pflichtübung. Sollte man mal gesehen haben. Dauer, da werden sicherlich einige interessantere Aspekte vorkommen. Aber ich möchte warnen, es wird auch ein klein wenig knifflig rechnerisch an ein paar Stellen. So, erstens mal haben wir das Szenario bisher gehabt, dass ein Job nicht zwischendurch interrupted, suspendiert, wie sagt man auf Deutsch, also angehalten werden kann, gestoppt werden kann und später wieder aufgenommen werden kann, was Sie in der Literatur, wenn Sie da mal schauen, unter non-preemptive finden als Begriff dafür. Weiter haben wir angenommen, dass die Dauer eines Jobs weder beeinflussbar ist, non-modifiable, nicht beeinflussbar ist, und well known, also deterministisch ist. Wir wissen vorher, wie lang jeder Job dauert. Und in den meisten Fällen, mit denen wir zu tun haben, ist das sicherlich nicht so richtig realistisch. Klar. So, fangen wir mal an. Mit einfachen Variationen der Dauern. Eine einfache Variation der Dauer ist, wenn wir einen Job haben, der potenziell auf verschiedenen Maschinen laufen kann. Ja, denken Sie wieder an Produktionsplanung in der Fabrik. Sie haben einen Job wie Kaltwalzen oder so etwas und Sie haben mehrere, zwei Walzwerke nebeneinander laufen. Das eine ist ein altes, das ist langsam, das andere ist ein neues, das ist schnell. Dann kann natürlich die Laufzeit des Jobs auch abhängen oder hängt dann natürlich davon ab, auf welcher der beiden Maschinen dieser Job läuft. Preemptiveness, ein Job kann entweder zu jeder Zeit unterbrochen werden oder nur an bestimmten Stopppunkten. Na, wenn er nur an bestimmten Stopppunkten unterbrochen werden kann, dann kann man entsprechend viele mehrere Jobs draus machen. Werden wir noch sehen im Zusammenhang mit variierendem Bedarf an Ressourcen. So, noch eine einfache Variante, auf die ich nicht großartig weiter eingehen will, außer diese zwei Folien. Ich hatte vorhin sowas gesagt wie das Budget ist fest. Ist wahrscheinlich auch so. Also zumindest gibt es irgendwo mal eine Obergrenze, die nicht mehr überschritten werden kann. Eine Schmerzgrenze, die nicht mehr überschritten werden kann. Auch wenn es nicht das Budget ist, was man ursprünglich dafür vorgesehen hat. Aber in vielen Situationen ist das so, dass wir Geld reinstecken können und dafür Jobs schneller ausführen lassen. Ja, also irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Transportsachen, einfach mehr Lastwagen dafür bereitstellen oder solche Sachen. So, das heißt also, anstatt mit festem Budget und gucken, wie lang das Projekt dauert, möglichst das Projekt möglichst kurz halten, kann es auch umgekehrt sein, die Fristen, die Deadlines sind fest und wir wollen
die Deadlines natürlich einhalten, aber wir wollen die Kosten, die wir reinstecken müssen, um die Deadlines einzuhalten, möglichst klein halten. Das heißt, wir haben sozusagen so zwei komplementäre mögliche Zielsetzungen. Wir haben ein festes Budget und wir wollen die Laufzeit des Projektes minimieren, oder wir haben feste Termine, die wir unbedingt einhalten müssen, wollen, sollen, und wir wollen möglichst wenig Geld reinstecken insgesamt. Also an manchen Engpässen halt mehr reinstecken und da, wo es kein Engpass ist, natürlich gar kein Geld zusätzlich reinstecken, um die Termine einzuhalten. So, das heißt also, jede Fristsetzung für die Gesamtdauer ergibt einen gewissen Minimalwert an Kosten, den wir unbedingt reinstecken müssen, um diese Fristsetzung zu erreichen. Oder umgekehrt, jede Budgetobergrenze ergibt eine Untergrenze dafür, wie kurz das Projekt laufen kann. Deshalb nennt sich das finden Sie in der Literatur auch unter diesem Begriff Time Cost Trade-off. Das ist der Zielkonflikt, Trade-off, der Zielkonflikt zwischen Zeit, Projektzeit und Budget, den Sie da haben. Beziehungsweise einen Schritt weitergegangen. Ich weiß nicht, ob ich WRT mal eingeführt habe. Wissen Sie, was das heißt? Bitte? With respect to, genau, mit in Beziehung zu, wie kann man es, bitte? Unter Berücksichtigung von, danke, im Hinblick auf oder sowas heißt das alles. Das Ganze ergibt eine Funktion, wo wir für jede mögliche Deadline einen minimalen Kostenwert haben, mit dem wir diese Deadline erreichen können. Und hier Budget. Ich zeichne die mal noch nicht ein. Wir werden gleich was dazu sagen, wie die aussieht. So, für jede Deadline gibt es ein minimales Budget, das mindestens benötigt wird, um diese Deadline einzuhalten, indem wir Budget reingeben in die einzelnen Jobs, da mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, und umgekehrt, für jedes Budget, für jede Budgetobergrenze gibt es eine Deadline, unter der geht es gar nicht mit diesem Budget. So, die Frage ist, diese Funktion jeweils mit einem Schedule. Die Frage ist, ob das nicht ein bisschen zu ambitioniert ist. Ich meine, so eine Funktion kann ja beliebig krumm und schief aussehen. Aber da will ich nicht drauf eingehen, warum das so ist. Da bräuchte man eine ganze Menge mehr an mathematischen Vorkenntnissen. Das würde hier weit über diese Veranstaltung hinausgehen. Deshalb glauben Sie mir das bitte mal, was ich hier hingeschrieben habe. Nämlich die Funktion sieht, irgendwo gibt es eine Untergrenze für die Projektdauer, die nicht zu unterschreiten ist, mit noch so viel Budget, auch mit unendlich viel Budget. Und irgendwo gibt es eine Obergrenze für die Deadline, die man dann auch mit null zusätzlichem Budget erreicht, also mit minimalem Budget, was man bereit ist zu investieren. Und die Kurve sieht von ihrer Form her so was wie das hier aus. So, was ist das für eine Kurve? Sie ist
streng monoton fallen oder ja, streng monoton fallend, wird dann hinten irgendwann monoton, also konstant. Sie ist konvex und sie ist stückweise linear. Das heißt also, sie ist handhabbar. Sie ist durch endlich viele Breakpoints, sollte man nicht versuchen, wörtlich zu übersetzen. Stützstellen ist das deutsche Wort dafür. Durch endlich viele Stützstellen ist diese Funktion beschreibbar. Das heißt also, in so einem Intervall passiert nichts wirklich Weltbewegendes. Zwischen zwei Stützstellen. Die Lösungen in so einem Intervall müssen sich vorstellen, man hat hier festgestellt, man muss auf die und die und die und die Jobs so und so viel jeweils mehr Geld draufgeben, um eine Verbesserung zu erreichen, und gibt immer mehr und immer mehr rauf, bis man zu einem Punkt kommt, wo man auf diesen Jobs kein Geld mehr raufgeben kann und dann wieder suchen muss, was für andere Jobs gibt es denn, wo man noch mehr Geld reinstecken kann, um die Deadline zu verringern. So. So, das Problem ist, dass die Anzahl der Stützstellen exponentiell groß werden kann, aber in der Praxis kann man durchaus feststellen, dass das nicht unbedingt der Fall ist, dass das eine relativ kleine Anzahl von Stützstellen ist. Also ich will da nicht weiter reingehen, aber man kann tatsächlich diese Kurve und die zugehörigen Schedules, optimalen Schedules, tatsächlich berechnen in einem Rutsch, indem man mit maximaler Deadline anfängt und dann schrittweise sich vortastet, eine Stützstelle nach der anderen berechnet. Gut, aber das Interessantere, hoffentlich Interessantere, kommt jetzt. Das waren erstmal nur kleine Beispiele. Das wird auch insofern hoffentlich interessanter oder einsichtsreicher sein, weil ich hier gerne wieder auch ein bisschen Kritik äußern möchte an dem, wie in der Praxis modelliert wird. Und ich denke, fundierte Kritik, bin ich mir sicher, dass es fundierte Kritik ist, lassen Sie sich da überraschen. Aber wir müssen erstmal versuchen, die Grundlagen zu schaffen. Wahrscheinlichkeitsrechnung oder so etwas, das haben Sie alle mal in der Schule oder sonst wo gesehen, nicht? Ja, spätestens in Mathematik 3. Also es ist Ihnen nicht völlig unvertraut. Das ist immerhin ein Fortschritt, weil als ich angefangen habe mit dieser Lehrveranstaltung hier in Darmstadt, war das so, dass Statistik nicht integriert war in das Curriculum, ins Pflichtcurriculum, und auch nicht jeder hatte das aus der Schule mitgebracht, zumindest behaupten die Leute das, dass sie das nicht in der Schule gesehen haben, so dass das also teilweise ein bisschen schwierig war, aber unumgänglich. Das Thema ist unumgänglich. Ich denke, ohne dieses Thema wird das Ganze keine runde Sache. So, wir wissen im Allgemeinen nicht unbedingt, wie lange ein Job dauert. Ja, denken Sie wieder an einen Job bei einem Bauvorhaben. Da haben Sie ja täglich in den Zeitungen Beispiele dafür, dass irgendwelche Vorhersagen problematisch sind. Das heißt, man hat einen nicht vernachlässigbaren, negligible, einen nicht vernachlässigbaren Grad an Unsicherheit drin. Und Sie wissen, wie man in der Mathematik mit Unsicherheit umgeht, indem man die Sache stochastisch betrachtet. Das heißt also, die Dauern als Zufallsgrößen zu betrachten. Das heißt, jeder Job hat dessen da die Dauer eines Jobs ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wahrscheinlichkeitsverteilung kennen Sie, ne? Brauche ich nicht nochmal weiter zu sagen. Das sind die Kurven, die links mit 0 anfangen und rechts mit 1 aufhören. Und immer vielleicht doch nochmal klar machen, was damit gemeint ist hier, damit es da keine Missverständnisse gibt.
Die Zufallsgröße, eine Zufallsgröße kann ja typischerweise im Normalfall, wenn man Zufallsgrößen ganz einfach betrachtet, dann ist das, kann die ja irgendwelche beliebigen Zahlenwerte annehmen in einem Intervall. Der minimale Wert, den die Zufallsgröße annehmen kann, der maximale Wert 0, 1 und die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist sowas wie das. Wo also beim minimalen Wert, die Zufallsgröße annehmen kann, fängt es mit 0 an und hört mit 1 auf. Und wenn ich hier eine Zahl x habe, dann ist das hier die Wahrscheinlichkeit für kleiner gleich x. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße einen Wert kleiner gleich x hat. Nicht so haben Sie doch sicherlich Wahrscheinlichkeitsverteilung kennengelernt. Oder? Gut, also falls Sie es anders kennengelernt haben, was ich eigentlich nicht glaube, dann haben wir hiermit jetzt jedenfalls erstmal Einigkeit erzielt, was wir hier darunter verstehen wollen. So. So, wir gucken uns mal auf dieser Folie einen einfachen Ansatz an, wie man damit umgehen kann. Und schauen Sie mal ganz unten, was ich hier geschrieben habe mit dem Ausrufezeichen. Das ist der Standardansatz in der Praxis. Das ist ein ganz einfacher Ansatz, ja. Sie haben in der Mathe 3 den Begriff Erwartungswert einer Zufallsgröße kennengelernt und haben den Erwartungswert als sozusagen in gewisser Weise als eine Repräsentation dieser Zufallsgröße gesehen. Und genau diese Idee kann man hier ja auch nehmen. Expected Value finden Sie auch unter dem Begriff Mean oder Mean Value in der Literatur, den Erwartungswert. Wir nehmen für jeden Job wo die Dauer jetzt also eine Zufallsverteilung ist, nehmen wir stattdessen den Erwartungswert, das ist wieder ein deterministischer Wert, und machen damit jetzt unsere Berechnung, berechnen unseren Schedule mit möglichst geringem Makespan, und das nehmen wir her als die Wahrheit. Ja, wir eliminieren die Unsicherheit, indem wir die Verteilungsfunktionen ersetzen durch deterministische Dauern. Die Erwartungswerte als deterministische Dauern. Ja, genau das passiert in der Praxis. Problem? Also hier steht ein subtiles mathematisches Problem. Aus mathematischer Sicht ist das Problem subtil. Aus Projektmanagement-Sicht ist es dramatisch. Wir haben sozusagen hier einen Austauschsatz verwendet. Der Makespan der Erwartungswerte soll gleich dem Erwartungswert des Makespans sein. Was aber nicht der Fall ist, sondern noch schlimmer, wir werden das beim nächsten Mal anhand eines Beispiels sehen, sondern es ist sogar noch schlimmer, dass wenn wir so vorgehen, die Verteilungsfunktion durch die Erwartungswerte ersetzen, dann unterschätzen wir systematisch den tatsächlichen Erwartungswert für die Projektdauer. Und zwar kann das beliebig dramatisch werden, was wir nächstes Mal anhand eines kleinen Beispiels sehen. Ja, also dieser Standardansatz für die Praxis, der in der Praxis häufig verwendet wird, der unterschätzt systematisch den Erwartungswert des Max, den echten Erwartungswert des Makespans. Ist vielleicht ein bisschen unintuitiv. Weil intuitiv würde man denken, ist doch egal, ob ich zuerst Erwartungswert von den einzelnen Jobs nehme und dann damit den Makespan rechne oder ob ich den Makespan über die Erwartungswerte rechne. Ich meine, Sie haben es oft genug sicherlich gesehen, dass man eine Zufallsgröße durch ihren Erwartungswert ersetzt. Aber ist hier tatsächlich
so dass man damit in eine Richtung und leider in die unangenehme Richtung falsch schätzt. Wenn ich sage unangenehme Richtung, das ist natürlich die unangenehme Richtung für den letztendlichen Geldgeber. Für denjenigen, der den Projektvorschlag macht, der den Vorsch der der Der, der sich an dem Wettbewerb um die Ausschreibung beteiligt, ist es natürlich positiv, wenn die Budgetkosten, wenn die Kosten und systematisch unterschätzt werden. Insbesondere dann, wenn es sich um öffentliche Projekte wie beispielsweise Flughäfen und Ähnliches handelt. Okay, darauf will ich jetzt nicht mehr weiter herumreiten, aber es bietet sich einfach so an bei dem Thema. Dass das tatsächlich so ist, werden wir an einem Beispiel das nächste Mal sehen und dann werden wir das Thema Stochastik auch noch weiter vertiefen und es werden noch weitere kritische Punkte kommen. Für heute sind wir am Ende der Zeit und am Ende der Konzentration. Dann würde ich mich freuen, Sie beim nächste Woche hier wiederzusehen. Bis dann.